Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge waren wir jagen. Und jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Genau. Okay, binde dein Pferd an den Pfosten an. Ja, tue ich. Möchtest du das Pferd nicht anbinden? Nein, du sollst da nicht draufsteigen. Aus dem Weg. Aus dem Weg. So, Pferd anbinden. Ich halte es doch gedrückt. Wieso macht er es nicht? So, genau das wollte ich. Ich habe das Mikrofon übrigens nochmal ein kleines bisschen umgestellt. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser oder schlechter klingt. Aber es wird schon irgendwie klingen, hoffentlich. So, hier. What a surprise. I found a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Okay. Um ihn zu häuten, das ist ja strange. Alter, sieht das crazy aus, als ob das so einfach geht. Ich bin verstört. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch? Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time.
You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate. Sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Immerhin scheint jetzt die Sonne. Das ist doch schon mal was. Du darfst auch gern ein bisschen schneller reiten. Sonst sind wir ja morgen noch nicht da. Glaube ich. Sieht auf jeden Fall so aus. Okay, Gentlemen. Listen up. All of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it on after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride! Na, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, hier sieht's wieder total anders aus. Happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of... Huh? Okay. There's the water tower. Ja, hier wollte ich auch schon immer mal hochreiten. Das war der Plan. Whoa,
Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. How you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Okay. Das sieht doch einfach aus, oder? Ich hoffe mal. Wäre auf jeden Fall nice. Okay, this is good. Ja, du kannst auch schon mal runterdrücken. You head back up to the others. I got it from here. Ist doch kein Problem. Dass es hier auch einfach schon so Tunnel und so gibt. Das ist schon irgendwie krass. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute. Was soll ich denn jetzt auswählen? Okay, R1, ach so, Objektdraht, okay, und jetzt hier? Verstehe ich noch nicht ganz. Wahrscheinlich sollen wir einfach den anderen Gegenstand verwenden. Genau. That includes you, Arthur. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Where did you find that moron? Who said it was fine? Come on! You're pathetic. You know that? Okay, das hat ja super funktioniert. Spring auf den Zug. Ja, moin. Ja, achso, ich soll ganz oft drücken, okay. Das muss mir doch einer sagen, Mensch. Ciao, ciao. Das läuft doch bisher relativ gut. Ja, wenn wir dann auch Munition haben. Wir können die ja noch durchsuchen. Well,
Hat er ihn jetzt schon durchsucht? Ich hoffe schon. Oder hat er es jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Da hinten ist noch einer, aber um den kümmere ich mich jetzt nicht mehr. Darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. So, ich hoffe mal, hier kommen jetzt nicht noch mehr. Ich könnte sogar theoretisch... Oder? Moment. Nein, hier unten, okay. Das Gewehr könnte ich auch benutzen. Hochklettern, alles klar. Du dreistes Miststück, stirb. Ja, das kann ja gut sein, aber das ist ja jetzt nicht meine Schuld, dass ihr nicht so smart seid. So, dann kletter da mal hoch. Böser Lokführer. So geht's auch. Als ob hier plötzlich so viele ankommen. Wo kommen die denn bitte her? Sind die neben dem Zug hergeschwebt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ciao. Okay, die waren wohl irgendwo weiter hinten. Okay, den haben wir auch erwischt. Nice. Wo ist denn hier noch jemand? Oh, hier sind noch ein paar. Oder auch nicht. Den möchte er doch ausnehmen, perfekt. Aber das dauert mir halt echt ein bisschen zu lange, muss ich gestehen. Bei Tomb Raider läuft sie halt nur hin, drückt, also man drückt kurz auf irgendeine Taste und schon hat sie ihn eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden ausgenommen. Das finde ich leider nicht so nice. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't Five, opening this door. Four. Three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Okay. Und ihr meint das? Das bringt's? Ich würde eher sagen, nein. Morgan und Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Ja, ich nehme es gerne. Ich wollte schon immer mal eine Tür aufsprengen. Seems good enough. Here we go. Now light the fuse. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Er will sich nicht die Ohren zuhalten, er will es in voller Ladung hören. Er will die volle Dröhnung bekommen, meine ich. Just walk on out here. We don't want to kill you. My We just want to rob your boss. Get on up there.
Search that train. Okay. Der Waggon sieht fancy aus. In den Zug steigen, ja. Sowas von. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Die Lampen sind echt hübsch. Untersuchen. Okay, das müssen wir lesen. Boah, wieso quatschen die immer so viel? Ich würde eigentlich ganz gern vorlesen, wenn die aufhören zu quatschen. So, sehr geehrter Mr. Cornwell, Dankeschön. Wir warten immer noch auf Ihre Zahlung von $2,000 für die erste Phase der Boerfeld-Erkundung im Wapiti Indianerreservat bei Ambarino. Wir vereinbarten diese Summe im Vertrag zwischen den Cornwall Kerosin- und Teerwerken und der Leland Ölentwicklungsgesellschaft vom 9. November 1898. Nach Erhalt der vereinbarten Summe werden wir unverzüglich zu den Phasen 2 und 3 übergehen und Ihnen innerhalb eines Monats einen detaillierten Bericht mit unseren Erkenntnissen vorlegen. Mit verbindlichen Grüßen, James Critchley, Leiter Rechnungsabteilung Leland Öl Entwicklungsgesellschaft. So. Hier steht nichts mehr. Gut. Das nehmen wir natürlich mit. Hier haben wir noch einen Brief. Boah, als ob das wieder so ein langes Ding ist. Sehr geehrter Mr. Livy Tisches, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Ich denke schon. Danke für Ihr Telegramm und Ihr Interesse an der Jameson Bergbaugesellschaft. Allerdings entbehren alle Berichte, die Sie über schlechte Führung oder finanziellen Schwierigkeiten der Mine in Annisburg erhalten haben, jeglicher Grundlage. Und ich würde darauf drängen wollen, dass Sie Ihre Quellen hinterfragen. Das Kohlegeschäft unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Ölindustrie. Ich bin daher nach wie vor offen für ein geschäftliches Treffen, wann immer es Ihnen zeitlich passt, so dass wir unsere unterschiedlichen Branchenkenntnisse miteinander teilen können. Es wäre mir auch ein Vergnügen, Sie hier in Annisburg zu begrüßen und Ihnen persönlich die Mine und die angeschlossenen Werke zu zeigen. Ich freue mich bereits jetzt auf Ihre Antwort. Mit ergebenen Grüßen, Archibald, heißt er so? Ich hoffe, Archibald Jameson oder so. Irgendwie so wird er heißen. Wir drehen den nochmal um. Hier steht auch nichts mehr. Ja, gibt's hier noch Schubladen durchsuchen? Auf jeden Fall. Wir nehmen alles mit. Da liegt auch ein bisschen Geld. $25, wow. Now, this looks like some. In der Tat, ich wollte gerade schon sagen, was ist das, aber ich war gerade am Trinken. Ist das Geld? Anleihe, okay. Think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. Ich will hier aber auch noch ein bisschen rumsuchen. Schrank schließen. Okay, hier gibt's wohl nichts mehr. Ich schaue mich aber trotzdem nochmal um. Nehmen. Ja, auf jeden. Platintaschen, oder das können wir uns bestimmt, das können wir ja bestimmt am Ende alles verkaufen. Hier auch noch. Brandy. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train.
Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Okay, Okay, get on the train, quick, all of you. Any bright ideas, I kill all three, so behave. Come on, move! We won't tell a soul, I swear! Said quick! Durch die Tür kommt auf jeden Fall keiner mehr raus. Die könnten halt jetzt theoretisch in der Zeit, wo wir nach vorne laufen, halt echt eigentlich easy wegrennen. Naja, okay, das Ganze hat wieder ein bisschen länger gedauert als geplant, deshalb setzen wir an der Stelle mal einen Cut. In der nächsten Folge werden wir dann, den Zug in Bewegung setzen und damit durch die Gegend cruisen. Er ist nämlich jetzt auch noch Lokführer, wer kennt's nicht. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!